Hallo, liebe Funkfreunde, unser nächstes Stück handelt von einem Funker, der einsam am Nordpol seiner Mutter funkt, dass ihm gelungen ist, die Beringstraße dreimal zu umfahren. Im weiteren Verlauf der Geschichte trifft er einen Seemann, der sich nicht angemeldet hatte und ihn dabei überraschte, wie er in seinem Funkgerät ein 3 Jahre altes chinesisches Ei versuchte aufzupellen und dabei entdeckte, dass die darin verborgene Karte ihm bewies, dass er völlig falsch gepolt war. Also, aufgepasst und mitgehört! Thank you.